Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Horizon Zero Dawn. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Wir haben ja gesagt, das Hauptspiel haben wir durch, aber wir haben noch zwei Brutstätten, und zwar hier oben, zu der wir uns jetzt begeben, und dann hier unten noch eine, und dann haben wir auch noch zwei Banditenlager, die wir noch zusammen machen wollen. Und deswegen gehen wir jetzt hier nach oben zu dieser Putzstätte. Und ich bin gespannt, was uns dort erwarten wird. Die haben wir ja im regulären Spiel nicht gemacht. Deswegen werden wir mal gucken, was uns dort für Kreaturen oder für Maschinen erwarten werden. Ja? So, wir haben schon wieder ein Lagerfeuer entdeckt und natürlich auch eine neue Brutstätte. Ich hoffe ja mal einfach, dass wir da reinkommen jetzt ohne Probleme. Das Lagerfeuer aktivieren wir mal. Und dann bin ich gespannt, ob wir hier hinten ohne Probleme reinkommen. Brutstätte entdeckt. So, die werden wir jetzt auf jeden Fall... Die werden wir auf jeden Fall erledigen jetzt. Mein Gott, hier sind schon wieder so eine komischen Minen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay. Ach, Mann. Da sind schon wieder so eine ollen Dorscher. Okay, ich habe auch noch irgendwo einen anderen gesehen. Okay, der ist auch weg. Ist dort oben noch was? Oh, wer bist du denn da hinten? Okay, gut, dich haben wir auch. Meine Güte, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Ich will nur zu der Putzstätte hier. Na gut, die verteidigen die ja, ne? Die verteidigen die Brutstätte, ja. Die Frage ist natürlich... Okay, okay, so einfach kommen wir nicht rein. Finde den versteckten Eingang. Okay, ich muss wahrscheinlich oben drüber, oder? Hier einen versteckten Eingang gibt, nicht identifiziertes Signal. Dort oben ist auf jeden Fall noch einer. Vielleicht komme ich ja. Ja, ja, ist alles gut. Vielleicht komme ich ja irgendwo hier hoch. Ja, hier sieht es nicht danach aus. Hallo? Auch von hier oben. Ich muss schauen, wo ich den versteckten Eingang finde. Na gut, du hast noch einmal auf mich geschossen, aber das ist alles okay. Oh, hier könnte es reingehen. Langsam. Ja, ja, alles gut. Wir müssen erstmal die Tür überbrücken hier, damit wir hier reinkommen. Okay. Begib dich zum Brutstättenkern. Das ist unsere nächste Aufgabe. Ich hoffe doch mal, das ist nicht so eine gemeine Brutstätte wie die anderen. Kann ich unten irgendwas scannen? Nee. Ach, das ist der Eingang gewesen. Dort wäre ich reingekommen. Ich bin ja jetzt hier durch den Nebeneingang hier rein. Okay.
Ja, der Eingang befindet sich unter Wasser. Ich kann ja natürlich noch immer ein bisschen looten. Okay, überbrücke den Kern. Oh Mann. Mit dem muss ich es dann aufnehmen wahrscheinlich. Hat dir nicht gefallen? Okay, den haben wir. Ah! Boah. Oh mein Gott. Der wird ja zusammengebaut hier, ne? Und ich soll den Kern überbrücken. Irgendwo in der Mitte. Das heißt, ich muss ja zu diesen komischen Türmen hier rüber, ne? Und du bist wahrscheinlich ziemlich sauer, dass ich hier bin. Denke ich mal. Naja, gut. Wir probieren es einfach mal. Halten, 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 halten. Okay. Ja, ich sag ja, da ist jemand sauer. Und Madonna-Kiefer, den muss ich doch... Den seine Waffen muss ich erstmal runterfeuern. Aber du stehst dort hinten eigentlich ganz gut. Hab ich denn eine Waffe jetzt? Ja, ich hab dir eine Waffe. Ich hab dir eine Waffe runtergeschossen. Okay. War, du bist aber nah an mir jetzt rangekommen, ja. Du bist mal weg hier, meine Güte. Der trifft mich aber. Ich muss erstmal deine Waffe dort oben runterkriegen. Boah. Du bist echt heftig. Aber gut, mit deiner eigenen Waffe. Deiner eigenen Waffe sieht das eigentlich gar nicht so schwierig aus. Super. Dann werden wir mal noch deine Teile klauen. Das, was ich mitnehmen kann zumindest. Und dann werden wir hier den Kern überbrücken, damit wir auch die Brutstätte geschafft haben. Komm schon, Aloy. Sehr gut. Sehr schön. Informationen zum Überbrücken von Maschinen. Okay, Fertigkeitspunkt haben wir, EP haben wir bekommen. Es scheint ja nur, dass noch eine einzige Brutstätte fehlt, so wie das aussieht hier. Sturmvogel, Steinbrecher, Donnerkiefer können wir jetzt überbrücken. Sehr cool. Und ein neues Protokoll. Kann ich hier drin noch irgendwas? Nee. Das ist nur der Brutstättenkern gewesen. Okay, damit haben wir die auch abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, geht's hier ab nach unten zu der nächsten. Da haben wir noch einen Weg vor uns. Da gibt's auch kein Lagerfeuer in der Nähe. Okay, da müssen wir hin. Würde ich sagen, teleportieren wir uns hier hin und dann können wir ja den Weg hier lang gehen. Und dann hier rum. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Brutstätte jetzt ein bisschen länger geht, aber ja. Vielleicht ist die nächste ja ein bisschen herausfordernder. Obwohl der Kampf gegen das große Vieh jetzt, das war schon beeindruckend. Aber wenn man die Waffen runterschießt und die eigenen Waffen gegen die Maschinen verwendet, dann hat man eigentlich schon eine ganz gute Chance. So,
ich muss jetzt nur schauen, in welche Richtung ich muss. Ja. In die Richtung, okay. Wenn es hier noch ein paar Füchse oder irgendwas gibt, nehme ich gerne mit. Hier nicht wirklich, ne? Vor allen Dingen in diesem dichten Gehölz hier, da sieht man sowieso die kleinen Tiere nicht, wenn sie nicht gerade einem über den Weg laufen. Sieht es nämlich ganz schlecht aus. Okay, ich muss hier hinten rum. Warum habe ich schon wieder die anderen Pfeiler ausgewählt? Das verstehe ich immer nicht. Boah. Ihr habt euch hier versteckt, ihr kleinen Mistviecher. Lasst mich mal in Ruhe, bitte. Einmal zu der Brutstätte dort hinten, bitte. Das müsste eigentlich auch die letzte sein. Moment, kann ich hier durch einfach? Ja. Da ist sogar noch ein Lagerfeuer, okay. Oh, hier tapst aber so ein großer Dicker rum. Was hatten wir für Schwächen? War das Strom? Meine Güte. Mitten ins Ziel. Okay, die fliegen immer richtig. Oh, da kommt dann noch einer. Da kommt ja noch so ein Dicker. Na gut. Das ist das Schönes gewesen, Metallscherben, alles klar. Die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Ein bisschen Holz noch, obwohl ich eigentlich glaube, dass ich das Holz nicht wirklich brauche. Wir haben ja aber ein neues Lagerfeuer zum Schnellreisen. Oh, Aloy, stell dich doch nicht da rein, das könnte ein bisschen heiß werden. So, Brutstätte X... Brutstätte 11. Okay, hier sind die Eclipse. Eclipse. Was machen die hier? Gute Frage. Da ist etwas. Ah, dort oben ist noch einer. Okay, das war's aber, glaube ich, schon mit denen, die sich hier rumtreiben. Den Feuerfällen hatte man eigentlich eine ganz gute Chance hier. Finde den Eingang zur Ausgrabungsstelle. Der ist hier oben drin, das ist ja logisch. Gibt sogar noch eine... Ja, du hast noch eine Waffe da, aber die kann ich sowieso nicht mitnehmen. Wie komme ich jetzt dort hoch? Kann ich hier einfach hochklettern? Nicht wirklich, okay. Muss ja irgendwie dort rein. Da unten ist ein... Damit sollte ich schaffen.
Aber da kriege ich da auch nicht nichts kaputt, ja, ne? Guck mal, ich kann von hier nach da drüben rutschen, das geht. Aber ich kann hier auch nirgendwo. Für diese Waffe habe ich keine Munition. Das sehe ich, da drinnen sind aber welche. Ich muss irgendwie dort hochkommen. Ach ja, ich kann ja. Vielleicht hat einer der Wächter den Schlüssel. Ach, alles klar. Okay, Moment. Du könntest ja den Schlüssel haben. Ja. Gut. Und dann machen wir einfach mal auf, würde ich sagen. Also ist los. So. Dann gehen wir mal hier hinein. Erkunde die Brutstätte. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Wir werden natürlich noch ein paar Eclipse auflauern, denke ich. Hier war mal eine Brutstätte. Aber die Wildnis ist eingedrungen. Und jetzt auch der Feind. Sie sollten auf die Befehle hören. Wenn du nicht weißt, was es ist, lass es verdammt nochmal in Ruhe. Okay. Da ist einer, da ist einer. Ja! Feind gesichtet! Noch mehr? Schnüffelt hier immer noch rum. Hier spielt jemand gern verstecken. Ja. Hier spielt jemand gern verstecken. Das Problem ist natürlich, ihr habt ja gegen mich überhaupt keine Chance, ne? Die Eclipse haben sich hier auf jeden Fall richtig schön Platz. Höhleneinsturz gegeben haben. Und er muss heftig gewesen sein. Okay, die haben wir auch. Haben denn die? Ah, da hinten schießt. Ja, was? Keine Munition? Oh mein Gott. Müssen wir mal ein paar Pfeile machen, ja. Ja, meine Rüstung hält das eigentlich ab. Meine Rüstung hält das eigentlich ab. Warum treffe ich die nicht? Nicht nachlassen jetzt. Ist auch gar nicht. Ich nehme euch um Nahkampf. Ich nehme dich um Nahkampf auseinander, also so ist es nicht, ne? So, komm mal her, ja. Du bist erledigt. Nee, du bist erledigt. Ach, die. Wie, die wollen es jetzt alle mit mir offen nehmen? Ich hab doch gar keine Chance. Okay, hoi. Er hat noch immer so eine große Waffe gehabt.
So, jetzt haben wir dort hinten noch einen. Na. So, das war's, denke ich mal. Jetzt haben wir endlich Ruhe vor denen. Wenn nur so eine Gegner sind und keine Maschinen, ist das natürlich auch nicht schlecht. Warte mal, müssen wir mal schauen, wie wir da hochkommen. Wir müssen ja hier hinten rein. Ah, okay. Das ist eigentlich dann die... Seht zu mir, Brüder! Nee, ich sehe nicht zu dir. Ich sehe nicht zu dir. Hier ist alles irgendwie... Hier ist alles ziemlich doll eingestürzt. Oh mein Gott. Okay. Kann ich mich hier irgendwie... abseilen oder muss ich da unten gar nicht rein? Ach, hier geht's weiter. Okay, ich habe gedacht, ich muss in das große Loch dort rein. Aber das ist ja gar nicht gefordert. Guck mal, hier komme ich nach oben. Überbrücke den Kern. Ach, hier sind noch mehr Eclipse. Okay. Boah. Warte mal, ich hole mir mal deine Waffe. Na, willst du noch irgendwas? Keine Chance. So, dann wollen wir mal überbrücken. Aber hier gibt es irgendwie gar keinen Gegner weiter, auf der auf uns wartet, oder? Oder es kommt noch irgendwas. Aber ich denke mal... Sehr schön. Mehr Maschinen, die ich überbrücken kann. Verteidige den Kern. Okay. Keine Munition. Oh. Keine Munition mehr. Ich krieg ja. Ich kann eurem Griff entkommen, da brauchst du dir keine Gedanken machen. Wie viel kommt denn hier noch? Keine Munition mehr. Oh mein Gott, okay. Lass mal die Maschine ja wegkriegen. So, die haben wir weg. Meine Güte. Okay, okay. Oh mein Gott. Noch irgendwo eine Maschine hier. Geh mal weg, kleine Maschine, das ist ja auch keine Chance. Okay.
So, Verteidiger, finde den Ausgang. So, ich muss hier noch selber rausrennen hier. Der Ausgang ist doch eigentlich da, wo ich hergekommen bin, oder? Oder kann ich hier noch nach links oder nach rechts gehen? Muss ich mal schauen. Aber hier komme ich, glaube ich, nicht durch, ne? Nee. Da komme ich nicht durch. Dann probieren wir es mal hier hinten. Nee. Nicht wirklich, okay. Tja, vielleicht kann ich ja einfach da raus, wo die rausgegangen sind. Bin ich denn hierher gekommen? Ich weiß gar nicht. Weg. Ist noch irgendwo eine andere Maschine? Ne, das ist der tote Pirscher nur. Ja, ihr schreit, ich weiß. Da kommen noch mehr. Noch mehr Maschinen hier, ne? Oh, was ist das denn? Krass. Wir kommen hier aber auch nicht raus. Jetzt noch einiges einzusammeln. Das brauche ich aber eigentlich alles nicht. Okay, Moment. Ah, hier ist eine Tür zum Überbrücken. Sehr gut. Werde ich hier wahrscheinlich auch nach draußen kommen. Oh, was ist das? Klettere die Säule hoch, um zu entkommen. Er tötet uns alle. Jetzt wird's laut. Wer ist denn hier noch? Da ist noch... Oh. Noch ein Pirscher, okay. Okay. Müssen wir auf jeden Fall mal ein paar neue Pfeile machen. Okay, welche? Okay, was? Entlastungsmast. Noch ein Pirscher, okay. Ihr habt euch außerdem hier in die Hutstätte gewagt, dann sollt ihr auch damit leben, dass er... Moment. Wer ist denn jetzt noch hier? Das sind doch eigentlich nur so eine Eclipse-Heinis, oder? Ich soll deine Waffe nehmen. Was ist denn jetzt los? Noch irgendjemand drin?
Eigentlich nicht, ne? So, hier müssen wir erstmal noch den Turm überbrücken. Ja, dann haben wir heute die zwei Brutstätten, die uns gefehlt haben, erledigt. Tom, kann ich hier irgendwas machen? Ne, kann ich nicht. Ich kann aber hier rüber. Und dann hier hoch. Ich bin fast da. Komm, ich helfe euch doch. Also macht nicht so einen Mist hier. Ich helfe euch doch hier, ja, die Maschinen loszuwerden. Natürlich sterbt ihr auch, aber das ist ja egal. Nee, ich hab dich. Moment, hier drüben ist noch irgendwo einer. Hab dich! Nee, ich hab dich. Tut mir leid. So, jetzt sind wir ja eigentlich fast draußen, ne? Jetzt sind wir ja. Wir haben Gesellschaft. Noch mehr Eclipse hier. Die wollen wohl nicht, dass ich hier entkomme. Aber ich bin, glaube ich, wieder draußen. Ja, Brutstätte abgeschlossen. Okay. Hallo? Warum greift ihr mich jetzt an hier? Okay, okay, okay. Nimm mal deine Waffe. Sehr gut. Nur ich brauche nicht leise sein. Die sind alle weg. Gut, dann sollten wir die Brutstätte auch endlich erledigt haben und damit eigentlich alle, die es hier gibt. Ne, wir gucken mal. Brutstätten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 Brutstätten gibt es hier insgesamt nur. Nicht, dass ich wirklich noch irgendwo eine übersehen habe, aber ich glaube nicht. Ich glaube, soweit gibt es hier keine weitere Brutstätte. Also wie gesagt, hier ist noch ein Banditenlager und hier hinten. Aber die werden wir in der nächsten Folge machen, denke ich mal. Das sind Jagdaufgaben. Das Anwesen, da ist noch eine Metallblume, die brauchen wir jetzt aber eigentlich nicht. Hier hinten ist noch ein Dorf, wo wir nicht waren. Okay, vielleicht gehen wir da noch schnell hin. Oder das machen wir im nächsten Part. Gute Frage, weil da ist noch ein Dorf, was wir nicht erkundet haben. Vielleicht haben wir da sogar noch ein paar Nebenmissionen. Warte mal, wir flitzen da mal schnell hin. Am besten wäre es natürlich mit Maschine. Aber und das hier welche, das sind so eine Eisviecher, ne? Dem entgeht nicht viel. Okay, der ist weg. Der andere ist auch weg. Sehr gut. Komm, Eloy, beeile dich ein bisschen. Wir müssen noch ganz schnell zu dem Dorf hier.
So, Kühlsaft haben wir hier bekommen. Ne, die müssen brennen. Das sind ja so eine... Boah, genau, die schmeißen nämlich Eis. Okay, hier ist noch ein Lagerfeuer. Das nehmen wir mit. Und dann gehen wir noch hier rüber zu dem... Dorf. Das ist ja nur noch 300 Meter jetzt entfernt. So, ich hoffe doch mal, dass die Maschinen mich dann auch in Ruhe lassen. Wenn wir schon einmal in der Gegend sind, können wir das Dorf definitiv mitnehmen. Ja, ja, du Gans, alles gut. Wie gesagt, vielleicht haben wir wirklich die Chance, dass wir hier noch ein paar Nebenaufgaben kriegen. Ja, müssen wir aber... Oh Gott, das ist irgendwas Großes. Das wird von Maschinen angegriffen. Das gefällt mir gar nicht. Du, Wärter Geneva, sagen, dass wir gegriffen haben? Lass mir es doch was kommen. Okay. Ich muss auf deinen Arsch schießen. Ah. Oh Mann, okay. Also in so ein fies Blatt. Aber war nicht hier hinten ohne. Ja, da hinten ist auch noch so ein großes. Keine Munition mehr. Oh. Ich hab den Felsen. Ich hab den Felsen. Okay, gut. Dann haben wir ja das auch noch erledigt und hier gibt es wirklich noch ein paar Nebenmissionen. Eigentlich müsste es hier irgendwo ein Lagerfeuer geben, denke ich mal. Dann komme ich hier nicht rein. Warum ist das Tor verschlossen? Hier komme ich rein. Wir wissen nicht, wo er herkommt. Rasgrund trug ihn an seinem Körper. Jede Wette. Er wurde durchsucht. Wie? Das will ich gar nicht wissen. Gibt es nicht mal ein Lagerfeuer? Echt nicht? Sollte man im Auge behalten. Na gut, aber ich habe ja noch irgendwo eine Nebenmission gesehen. Eigentlich. Okay, dann schauen wir uns hier im nächsten Part noch ein bisschen genauer um. Ansonsten machen wir die Banditenlager. Wir werden ja sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.